Wie erkennt man Asbest? Diese Frage lässt sich leider nicht so leicht beantworten, aber Asbest ist in der Regel nicht mit dem bloßen Auge zu erkennen. Folgende Anhaltspunkte können Ihnen dennoch helfen. Erstens: Materialeinsatz zwischen 1930 und 1993. In dieser Zeit wurde vermehrt mit Asbest gearbeitet, weswegen er sich in vielen Materialien wiederfindet. Die Hochzeit der Verwendung von Asbest war in den Jahren 1960 bis 1990. Wurde Ihr Haus also in dieser Zeit erbaut oder baulich verändert, befinden sich darin mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltige Stoffe. Zweitens: Nicht riechen. Vorab, bitte zerlegen Sie keine Materialien, um eigenständig Asbest ausfindig zu machen. Wir raten zudem dringend davon ab, an potenziell asbestbelasteten Materialien zu riechen. Asbest ist geruchlos und das Einatmen der Fasern gefährlich. Drittens: Typische Asbestverstecke im Haus erkennen. Typische Fundorte für Asbest im Haus zeigt Ihnen die interaktive Infografik auf unserer Website. Dort haben wir zahlreiche Beispielbilder, asbestbelastete Materialien und Geräte für Sie zusammengetragen und geben Ihnen Auskunft, ob es sich um Produkte mit fest- oder schwach gebundenem Asbest handelt. Viertens: Sicherheit durch Laboranalyse. Eindeutige Gewissheit, ob ein Material asbesthaltig ist, kann Ihnen nur ein Asbesttest liefern. Das Analyseergebnis gibt Ihnen Aufschluss über die genaue Zusammensetzung Ihrer eingesandten Proben und hilft Ihnen, die korrekten Schritte zu einem sicheren Umgang mit dem Material zu gehen. Ihre Analyse können Sie einfach online anfordern auf www.crb-gmbh.com.